Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, es kommt sehr stark darauf an, wer Jesus für uns ist, welche Größe wir ihm beimessen. Denn je größer wir Jesus sehen, umso größer ist unser Glaube an Jesus. Und je größer unser Glaube an Jesus ist, umso mehr kann er durch uns tun. Und Jesus möchte Großes durch uns tun. Er möchte seine ganze Größe und Herrlichkeit in dieser Welt offenbaren. Jene, die den Glauben verweigern, werden verdammt werden. Das sagt er so mit einem Satz, dass wir die Realität einfach akzeptieren, aber uns nicht weiter damit befassen. Denn warum wir uns befassen sollen, ist seine Größe und Macht und Herrlichkeit. Und der sollen wir nicht widerstehen. Der Herr hat Großes vor mit uns, in seiner Gnade, in seiner Kraft. Daher ist es wichtig, dass wir uns zuerst einmal in ihn vertiefen, im Gebet, um eben in der Kraft des Heiligen Geistes von ihm durchdrungen zu sein. Dass wir sagen, dieser Jesus ist mein Ein und Alles, für den lebe ich. Und deshalb möchte ich alles, was ich bin und habe, investieren, um von diesem Jesus durchdrungen zu sein. Und so kann er durch mich wirken. Wenn Jesus nur das kleine Flämmchen in meiner Seele ist, das halt meine persönliche Frömmigkeit hervorbringt, da kommt nicht viel. Und wenn ich Jesus nur die Größe beimesse, die ich mir vorstellen kann, kommt nicht viel. Wir dürfen nicht unser persönliches, spirituelles Befinden als Maß hernehmen, sondern das Bekenntnis der Kirche, das Bekenntnis der Heiligen Schrift. Für Paulus war diese Erfahrung des Herrn sozusagen sein Startschuss. Gleich am Anfang eine Riesenexplosion der Gnade. Er war blind, er hat den Herrn gesehen, überwältigt von der Gnade des Herrn, damit er das auch verkündet, ein Leben lang. Aber er war dann auch 3 Jahre im Verborgenen, um diese Erfahrung auch umzusetzen in sein Glaubensleben. Und er hat auch im Nachhinein erst wirklich das verarbeiten müssen und die Größe dieses Erlebnisses in sein Leben umsetzen.
Und so ist es auch bei uns. Wenn wir Worte der Heiligen Schrift hören, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sagen, ja, Jesus, du bist für mich dieser Herr und Gott, dem alles gehört, vor dem sich die Geister scheiden, der am Ende dastehen wird und zu richten die Lebenden und die Toten. Dir gehört alles und dir gebe ich mein Leben. Möge die Bekehrung des heiligen Paulus und seine Schriften uns helfen, uns in Christus zu vertiefen. Amen. Vergelt's Gott.